der Côte d'Azur ist Überholen echt schwierig. Verlier nicht die Nerven. Leg einen guten Start hin. Bei nur zwei Fahrern ist es immer besser, in Führung zu liegen. An der Côte d'Azur ist Überholen echt schwierig. Verlier nicht die Nerven. Thank you.
An der Côte d'Azur hast du kaum Zeit zu blinzeln. Die Strecke ist schnell, eng und voller Gefahren. Sei wachsam. Ihr startet nebeneinander. Versuch sofort in Führung zu gehen und vorn zu bleiben. Hochgehalten und ein Ziel abgehakt. Und viel trainiert.
Jetzt musst du dein Können zeigen und eine weitere Podiumsplatzierung holen.